Ja, hallo, ich bin heute in Stuttgart bei Roberta Goods. Stell euch einen anderen 24/7-Laden vor. Roberta Goods hier in Stuttgart in der Schwarzstraße. In einem Gebäude. Ist auch ein, kann hier in einen Raum reingehen, gilt aber nicht als Walk-in. Denn wenn man hier reingeht, dann sieht man schon die Automaten. Man kann hier in einem Terminal bestellen. Das machen wir auch gleich mal. Und die Autoprodukte werden dann im Hintergrund kommissioniert. Und deshalb sind unsere Logis sogenannte Automated Boxes. Es gibt tatsächlich ein paar wenige Produkte, die man auch so quasi nehmen kann. Das ist zum Beispiel hier ein paar Brot- und Backwaren. Ja, auch hier Strafanzeige wegen einem Croissant. Also wird vielleicht dann doch auch mal Gefahr, dass geklaut wird. Und auch Obst und Gemüse. Eine kleine, aber feine Auswahl kann man hier kaufen und auch einen Kaffee könnte man kaufen, wenn die Kaffeemaschine jetzt nicht gerade spülen würde. Man findet auch immer wieder Hinweise, dass hier eine Kamera ist. Ja, Roberta is watching you. Ja, damit einfach sichergestellt wird, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, Obst und Gemüse zu klauen. Jetzt versuchen wir mal zu bestellen. Ja, wir haben hier irgendwie ein Terminal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gibt auch Wein, also Alkohol. Wir machen mal Drinks. Wir nehmen mal so typischen Red Bull und Eintüten. Was muss man noch machen? Suche schließen. Eigentlich würde ich das jetzt gerne. Jetzt gehe ich zur Einkaufstüte. Habe hier ein Programm. Kann ich bezahlen. Das mache ich mal ganz typisch mit einer Karte. So, das heißt Bezahlterminal. Da hinhalten. Vorzeigen. Autorisierung läuft schon. Ist genehmigt und jetzt wird das Produkt hier im Hintergrund kommissioniert. Hier ist die Klappe und jetzt warten wir, bis das Produkt rauskommt. Ja, ich höre schon was, es tut sich was. Wird gleich die Klappe aufgehen und dann werde ich meinen Red Bull haben. Sortiment, so circa 200 Artikel, boah, schon relativ begrenzt. Also eher so für den Sofortkauf. Hier ist mein Red Bull, sugar free natürlich. Sortiment schon ein bisschen begrenzt, nicht so wie gesagt 200 Artikel. Roberta Goods gibt es zweimal in Stuttgart. Wie gesagt, einmal in der Schwabstraße und dann nochmal ein bisschen am anderen Ende von der Innenstadt. Der technische Provider ist Smarx, das ist eine Stuttgarter Firma. Und sind wir gespannt, ob es Roberta Goods gelingt, auch noch weiter zu expandieren. Wie gesagt, zwei Läden gibt es schon. Eigentlich also ganz nett hier, aber schon mal in der Shopbox gewesen.